Wer findet es nicht toll, sich so richtig zu verlieben? Dann, wenn wirklich so eine Art Feuerwerk losgeht, wenn man Kribbeln im Bauch hat. Das ist eine tolle Sache. Aber was ist, wenn man ja immer wieder so extrem sich verliebt, man aber eigentlich eine längere Beziehung sucht, aber über diese Phase nie hinauskommt und ja, diese Verliebtheit eigentlich auch jedes Mal in einer ziemlichen Katastrophe endet? Ich habe jetzt einige Punkte für euch, wie das aussehen kann, auch die Ursachen, warum man da vielleicht immer wieder reingerät. Auch Probleme, die daraus entstehen können, aber natürlich auch einige Tipps, wenn man jetzt sagt, boah, nee, möchte ich nicht, will da was ändern, die habe ich für euch zusammengestellt und natürlich auch drei Fragen, die du dir selber stellen kannst. Hi, ich bin Marie. Wie gesagt, verliebt sein ist eine tolle Sache, aber es ist natürlich auch schön, eine langfristig feste, stabile Bindung zu einem anderen Menschen zu haben. Es kann auch sein, dass man wie immer wieder in diese Verliebtheitsphasen hineingerät. Ich habe es ja genannt, Strohfeuerliebe, immer so wieder aufflackert. Aber wie gesagt, danach ist die Katastrophe da. Ich habe jetzt einige Punkte für euch zusammengestellt, wenn ihr auch eigene Ideen, Anregungen zum Thema habt. Erfahrungen total gerne unten in die Kommentare können wir uns austauschen. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere ihn total gerne. Ja, es ist, glaube ich, wichtig, sich nochmal bewusst zu machen, diese Strohfeuerlieben, die sind ja oftmals genau so, dass man immer sofort, man hat jemanden getroffen und denkt, boah, das ist es jetzt, ja, das ist die Sache und das wird jetzt eine ganz große Nummer irgendwie. Das ist Stichwort Seelenverwandtschaft, also ihr seid online unterwegs und dann trefft ihr euch mit diesem Typen und ihr seht ihn einfach und ihr seid wie fasziniert, wie hin und weg und ihr habt also habt eigentlich gedacht, ihr trefft euch irgendwie eine Stunde zum Essen, aber nein, ihr sitzt also wirklich die ganze Nacht, ihr werdet noch aus dem Restaurant quasi fast rausgeschmissen, weil es zu spät ist. Ihr geht in die nächste Bar und ihr seid wie fasziniert voneinander, schreibt die ganze Zeit und eine verrückte Sache von ihm jagt quasi die nächste. Und für euch ist klar, das ist der Mann. Das ist der Mann fürs Leben. Ihr blendet aber in dem Moment aus, dass er sehr, sehr unzuverlässig ist, dass er sich sehr viele, dass er erstmal kaum nachfragt, kaum Interesse an eurem Leben hat und dass er sich Dinge auch einfach nicht merkt. Ihr erzählt ihm vielleicht, ja, ich fahre nächstes Wochenende zu meiner Schwester und er fragt euch, am Donnerstag, ja, und am Wochenende unternehmen wir was zusammen. Wie hast du da Zeit? Und sagt, nee, ich habe doch gesagt, fahr zu meiner Schwester. Ich fahre zu meiner Schwester, aber das kommt mal vor, aber es wird irgendwie immer mehr. Er hat kein Interesse, vielleicht auch sich mit euren Freunden zu treffen und gemeinsam, obwohl ihr das gerne machen wollt. Und das Ganze, ja, blendet ihr aber irgendwie aus. Ihr denkt, naja, was ist doch so diese Anziehung, diese Leidenschaft? Da ist doch irgendetwas ganz Besonderes. Und das ist etwas, und ihr macht euch direkt Gedanken, wie euer Zusammenleben aussehen kann, wie ihr zusammen, vielleicht wo ihr zusammen wohnen könnt. Ihr seid direkt wie in so einem Film, dass ihr schon in dem Moment eure Zukunft mit dieser Person plant und auch nach ein paar Wochen, auch wenn schon Vorfälle dort sind, die ich euch eben gesagt habe, die alles andere dafür sprechen, dass man vielleicht erstmal jetzt längerfristig plant. Ihr seht das Ganze als wenn ihr so ein, ich sage, ich bin ja Läuferin, wisst ihr ja, ne, so Sprint und Marathon, als wenn ihr so ein Sprint macht und die Liebe ist eben wie so ein Sprint und da muss ganz schnell gehen. Und dabei ist es ja, wenn ihr es euch genau anguckt, eher ein Marathon, weil einfach das Ganze sich natürlich auch erstmal zeigen muss, ob man wirklich gut zusammenpasst. Und ich glaube, das ist eine Sache, dass man oftmals verkennt, dass so etwas einfach seine Zeit braucht, auch jemanden kennenzulernen. Wenn man einfach glaubt, naja, es reicht ja, wenn da so ein Funken da ist, ne, so dann das Feuer entfacht ist, das muss es doch so sein. Dabei ist eine lange Beziehung, wie gesagt, es sind verschiedene Phasen. Und das dauert dann durchaus auch wesentlich länger als so einen kurzen Sprint. Das Zweite ist, ja, die Gefahr ist, und das kam beim Beispiel eben auch schon, man prüft halt nicht richtig und man redet sich die Dinge einfach sehr schön. Und darin ist eben die große Gefahr, dass man da dieses Strohfeuer durch diese Sachen einfach sehr, sehr stark befeuert auch. Ne, dass ihr also gewisse Aussagen vielleicht auch einfach viel, viel zu hoch hängt. Da ist eine Frau, die ihr da irgendwie kennengelernt habt und
die erzählt euch, ja, ach, ich bin schon seit 2 Jahren jetzt irgendwie Single und ich suche jetzt den richtigen Mann auch fürs Leben. Und ihr denkt euch, wow, ja, das muss ich sein, das bin ich sofort. Und sie gibt euch da angeblich irgendwelche Signale und Zeichen, die aber einfach nur relativ leere Aussagen sind. Und es kann sein, dass ihr da auch wenig genau irgendwie prüft und auch schaut, ob das zu eurem Leben passt. Man gleicht seine eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Vorstellungen, die man hat von einer Beziehung, die man haben sollte auch. Man sollte sich ja auch Gedanken machen, was man möchte. Die gleicht ihr nicht mit dem Gegenüber ab, sondern ihr ordnet sie in dieser Strohfeuerphase unglaublich unter. Weil ihr halt so fasziniert seid, weil ihr so, so voller Emotionen seid vielleicht auch, da vergesst ihr ab und zu mal diese rosa Brille abzunehmen und zu sehen, dass da vielleicht einige Sachen sind, die sehr, sehr unpassend und nicht so richtig kompatibel sind. Vielleicht ist es so, dass ihr jemand seid, der sehr, sehr viel international irgendwo unterwegs ist und euer Partner aber eher derjenige ist, der gerne nach die Ostsee fährt und zeltet und ihr zu Zelten aber gar nichts anfangen könnt. Und das seht ihr aber überhaupt gar nicht und dass ihr auch jemanden eigentlich sucht, der mit euch eben diese internationalen Reisen einfach auch macht. Und Kunst ist auch eure Leidenschaft, da kann er gar nichts mit anfangen. Und das sind vielleicht auch Sachen, wo man dann vielleicht auch einfach, wie gesagt, dieses Strohfeuer hat und dass er beflügelt wird, ohne sich das mal anzugucken, dass das vielleicht auch zum schnellen Tod dieses Feuers auf lange Sicht führen kann. Das fünfte ist, man hat falsche Vorstellungen eben von der gesunden Liebe. Es kann sein, dass ihr es gewohnt seid, dramatische Beziehungen, so aufgewachsen seid in dramatischen Beziehungen. Das heißt, eure Eltern, wenn ihr ganz weit zurückdenkt, dann ist es ein bekanntes Phänomen, dass bei euch zu Hause auch alles dramatisch war. Doch das Kennenlernen eurer Eltern war etwas total Abgefahrenes. Ne? Und so hat sich das vielleicht immer fortgesetzt. Auch wenn ihr euren Freundeskreis anschaut, gibt es kein langes, gesundes Kennenlernen. Ihr habt eine gute Freundin, bei der ist es so gewesen, die war auf einer Party total angetrunken, hat dann mit einem Typen was angefangen und dann hat sie ihn mit nach Hause genommen und dann hat er bei ihr den Schal liegen lassen. Dann haben die beiden sich irgendwie getroffen und es war, als würde so ein Funken übersprühen. Also solche Geschichten sind völlig normal und ihr denkt halt, hey, so läuft's. Ja, so dieses muss dramatisch sein, eine besondere Geschichte einfach, auch dieses Kennenlernen, dass man sich ganz normal kennenlernt und das Schritt für Schritt ist vielleicht auch gar nicht das, was für euch irgendwie normal ist und gesund. Es kann auch sein, dass man bei diesen Strohfeuerlieben schnell Grenzüberschreitungen zulässt und man noch gar nicht mehr so richtig man selber ist und das relativ zackig. Und das ist halt auch schwierig. Lernt nur einen Typen kennen und ihr hattet aber schon einen Urlaub geplant. Ne? Ihr wolltet eine Woche den Sporturlaub auf die Kanaren fliegen in 6 Wochen. Und eure Flamme, ja, die lässt euch da nicht los so richtig. Ne? Ja, es ist mir davor, weil ist ja immer die ganze Zeit da. Ihr verpasst fast euren Flieger. Ja, dann seid ihr irgendwie im Urlaub. Ihr habt gar keine richtige Zeit, mal zu entspannen. Und die Freundin, die mit euch da ist, ist schon richtig genervt, weil ihr nur noch am Handy am Gucken seid und ihr die ganze Zeit denkt, ja, aber so ist das doch Leidenschaft, ja, da ist doch dieses Feuer, müsst noch die ganze Zeit schreiben, da darf der Kontakt nicht abbrechen. Es setzt euch aber auch unglaublich unter Druck, da ist diese starke Anziehung, aber es ist auch einfach Druck, die ganze Zeit auch schreiben zu müssen, dann wird auch ganz schön komisch, wenn ihr da nicht sofort antwortet. Und es ist, als wenn ihr Angst habt, dass diese Flamme, die da so krass ist, erlischt, wenn ihr die quasi auch nicht am Laufen haltet. Das nächste kann sein mit diesem Strohfeuerleben, dass wirklich jeder Moment, den man irgendwie trifft, Zeichen sind und dass das Gegenüber einem das auch die ganze Zeit erzählt. So Sachen wie, dass wir beiden uns jetzt an diesem Ort hier getroffen haben, das ist wirklich absolut Schicksal. Ich glaube, das ist wirklich, muss größere Fügung sein. Und ihr seid mega empfänglich dafür, weil ihr auch diese große, große Hoffnung habt, jetzt vielleicht auch endlich die große Liebe gefunden zu haben. Ihr habt viele Enttäuschungen und dann denkt ihr, wow, so muss das doch sein. Und da habe ich euch eben erzählt, wenn natürlich
vorher alle im Umfeld diese dramatischen Lieben immer hatten und das alles so schicksalsbehaftet ist, ist man natürlich super empfänglich dafür und geht der Sache mitunter so ziemlich auf den Leim, ohne da auch vielleicht mal genauer hinzugucken und vielleicht auch einfach, dieses romantisch auch, aber auch realistisch zu sehen, hey, wir haben uns getroffen, aber jetzt geht es daran, sich auch etwas besser kennenzulernen. Das nächste ist, man ist vielleicht durchaus auch fasziniert vom Gegenteil, was nach der Verliebtheit durchaus zum Problem werden kann. Muss nicht. Es kann auch sein, dass man sich wunderbar ergänzt und das kann auch eine Beziehung eben ausmachen, dass man eben an einigen Punkten, so wird es auch sein mitunter, unterschiedlich ist und unterschiedliche Ideen hat. Das dann auch zu akzeptieren, da einen Weg zu finden. Wenn allerdings das Leben komplett unterschiedlich ist und beide sich da an sich auch drin wohlfühlen, dann kann das schon richtig schwierig werden. Ne? Wenn jetzt einer zum Beispiel eine echte Großstadtpflanze ist und der andere lebt da auf dem Bauernhof irgendwo in Brandenburg und beide fühlen sich da auch wohl, gibt sicherlich einen Kompromiss, dass man mal in der Stadt und mal auf dem Land sein kann. Aber so richtig dort leben wird dann einfach schwierig. Und das ist etwas, wo man, glaube ich, auch dann gucken muss, dass man, ja, ob das wirklich eine Strohfeuerliebe, diese Fantasien, die man da vielleicht auch entwickelt, was da alles gehen kann, dass man da vielleicht auch sich das Ganze mal realistisch anguckt. Problematisch kann auch sein, dass sich in dieser Strohfeuer-Verliebtheitsphase so ungesunde Sachen vielleicht schon so nach und nach immer mehr andeuten. Ne? Dass das Gegenüber einen vielleicht nicht mehr wertschätzend, sondern immer entwertender und abwertender vielleicht behandelt. Ne? Kriegt man vielleicht immer wieder ein Scherzchen irgendwie gedrückt, ne? Was aber gar kein Scherzchen ist, sondern eine Abwertung. Und man merkt vielleicht immer wieder auch zwischendurch, dass da die Stimmung durchaus dieses lodernden Feuers immer mal wieder gedämpft ist. Und das zeichnet sich dann vielleicht auch schon ab. Wieso gerät man in diese Dynamiken, dass man immer wieder diese krassen Anfänge hat und da irgendwie den langen Lauf das schwer nur hinbekommt? Ich habe da so 3 Punkte mal für euch zusammengestellt. Das erste kann wirklich sein, dass man das von zu Hause halt gewohnt ist irgendwie, ne? Dass man diese Dramatik zum einen gewohnt ist, also man ist so aufgewachsen, man hat das Umfeld, das eben genauso ist. Es muss extrem einfach sein. Und sonst ist es keine Liebe und man hofft auch permanent auf Liebe und hofft auch auf Zuneigung. Und das kann eben auch im Wiederholungszwang begründet sein. Schaut euch da auch gerne ein Video von mir nochmal an. Das zweite kann auch die Kollusion, habe ich es mal also nicht genannt, sondern so heißt es Kollusion. Narzisstische Kollusion, das Schlüssel-Schloss-Prinzip. Da verweise ich euch gerne auch nochmal ein Video sein. Das ist wirklich einfach, da sind zwei Menschen, die das gleiche Problem haben, geringen Selbstwert, und die kompensieren sie halt unterschiedlich. Und da habt ihr auch oft diese sehr extremen Starts der Beziehungen, diese Strohfeuerartige, was dann aber ziemlich auf lange Sicht runterkracht. Und das nächste kann eben sein, dass man eben, das passt auch zu dieser Kollusion, einen geringen Selbstwert eben hat und der wird eben mitunter dadurch kompensiert, dass man eben dann diese extreme Liebe hat, diese extremes eben Kennenlernen einfach, Leidenschaft und dass man sich in dem Moment einfach gut fühlt, stabilisiert fühlt und auch gewertschätzt fühlt, zumindest für einen Moment, und einem das wieder so eine Art Lebendigkeit auch verleiht. Aber wenn ihr sagt, Mensch, ich habe das jetzt so oft gehabt und ich mag nicht mehr Strohfeuer haben, ich möchte lieber jemanden an meiner Seite, der langfristig da ist und nicht wieder alles wieder so zerfällt sozusagen. Ich habe jetzt einige Tipps für euch, am Ende natürlich auch noch 3 Fragen. Ich habe, einmal habe ich es genannt, technische Tipps und Tipps im Kopf. Ich fange mit den technischen Tipps an. Also ich finde, als allererstes bewerte die Situation. Also man sollte halt echt gucken, wenn ihr jetzt sagt, oh Mann, das fängt jetzt schon wieder so an. Ja, ist das jetzt sowas, was ich vorher auch schon hatte, schaut euch das halt echt an. Wie ist die andere Person? Gibt die Person sich auch wirklich Mühe? Hört die Person auch einfach zu? Investiert die Person auch einfach Zeit in dich? Und das ist schon mal, sind schon mal ganz gute Ansatzpunkte.
dann nimmt das Gegenüber auch zu schnell einfach zu viel Raum ein. Ihr habt es bei diesen extremen Starts einfach sehr stark auch, dass ich, was ich euch gesagt habe mit diesem Urlaub, ne, dass jemand sehr übergriffig einfach ist, permanent auch die Verbindung zu einem haben will und man das Gefühl hat, wenn ich jetzt hier irgendetwas cutte oder irgendwie eine Grenze setze, dann ist das Ganze vorbei. Und das baut so einen Druck auf. Ich finde, das ist auch ein großes Signal, worauf man gucken soll. Überschreitet das Gegenüber auch Grenzen? Wenn ihr dem Gegenüber sagt, ich möchte heute Abend echt mal meine Ruhe haben, aber ihr seid kaum zu Hause, da klingelt schon wieder das Telefon, ihr fühlt euch auch hier bedrängt, auch da solltet ihr wirklich gucken. Dann bleiben deine Wünsche irgendwann ungehört. Auch das ist ein Punkt. Wenn man am Anfang, ist vielleicht am Anfang noch so in den ersten Zeit, in den ersten Tagen, Wochen, wo ihr Wünsche äußern könnt, wo die vielleicht auch extrem erfüllt werden, aber wird es zunehmend weniger? Schlägt das Ganze irgendwie auch um? Wird es zunehmend so, dass ihr euch zurücknehmt und immer mehr fürs Gegenüber macht? Und entsteht da eine große, große Unausgeglichenheit? Ist es vielleicht vorher so, dass 75% eurer Wünsche erfüllt werden, was für euch schon Wahnsinn und viel zu viel ist? Und auf einmal ist es dann nicht ein 50-50, sondern auf einmal ist es 75 zu 25. Aber ihr müsst halt die 75% bringen und es wird tendenziell eher mal mehr und ihr fühlt euch einfach nicht gut. Dann sollte man da auch genauer hingucken. Geht das Gegenüber auch in der Form nicht auf dich ein, dass es einfach dich ernst nimmt und auch vielleicht passiv-aggressiv reagiert? Auch das sollte man sich angucken und dann auch gucken, hey, ist das nicht vielleicht doch wieder so eine Strohfeuersache, die einfach nicht gesund ist. Frag auch nach, wenn dir Sachen komisch vorkommen irgendwie. Wenn das Gegenüber, zum Beispiel der neue Partner da immer wieder Sachen nicht richtig zuhört, ja? Und du spiegelst das und sagst, hey, ich habe das aber schon gesagt, warum hörst du mir nicht zu? Auch mal zu gucken, wie reagiert das Gegenüber auf eine Kritik. Auch da kann man sich dann ein Bild machen. Lerne da einfach auch deine Grenzen zu setzen, diese auch durchzusetzen. Es kann natürlich sein, dass, wenn du das machst, dass dann das Gegenüber schnell weg ist. Wenn du sagst, du pass auf, bitte ruf mich hier nachts nicht an, ich muss schlafen, so schön das auch ist, aber wir haben doch alle Zeit der Welt, uns kennenzulernen, ist das Gegenüber dann hoch beleidigt und führt das vielleicht sogar zum Bruch der Beziehung, dann solltet ihr wirklich gucken, ob das gesund ist und ob das nicht eher wieder in die Abteilung Strohfeuerliebe fällt, die ihr vielleicht, wenn ihr euch dafür entscheidet, gar nicht wollt. Das nächste ist im Kopf. Auch im Kopf ist natürlich wichtig, ne? Sich da so ein bisschen was anzuschauen. Zeige eine klare innere Haltung einfach. Ne? Wo ist, wie gesagt, deine Grenze? Und das nächste ist, vertraue auch deinem Gefühl mitunter. Natürlich, wenn man aus einem narzisstischen Elternhaus, also extrem oder krankhaft narzisstischen Elternhaus kommt, hat man da vielleicht auch so ein bisschen Probleme. Man spürt vielleicht manchmal auch schon, hey, hier stimmt irgendwas nicht, hier ist jemand sehr übergriffig, warum kann ich meinen Urlaub nicht genießen? Aber da auch auf sich zu hören und da solche Punkte, die einem komisch vorkommen, die vielleicht auch nochmal für sich selber abzuprüfen. Tausche dich da auch mit anderen Menschen einfach aus, ne, und höre auch, was sie sagen. Natürlich gucken, dass ihr auch da einen gesunden Freundeskreis habt. Aber wenn ihr euch da austauscht mit einer Freundin, die gesund drauf ist und euch sagt, Mensch, irgendwie kommt mir das komisch vor. Irgendwie bist du da jetzt verändert. Irgendwie ist er sehr übergriffig. Hört auch darauf und lasst euch da auch nicht zu schnell verunsichern. Ja, und der nächste Punkt ist, geh halt auch zur Not rechtzeitig. Ja, also wenn du wirklich merkst, Das ist wieder so, geht alles so in ungesunde Richtung und willst es nicht, dann ist es manchmal besser, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Den Spruch mag ich, weil das ist in dem Falle vielleicht das Richtige, als wenn du da sehr, sehr viel Zeit investierst und wieder das Auflodern hast, was dann in Schutt und Asche liegt. Baue dir halt vielleicht, und das ist die Sache, man sucht ja oftmals diesen Kick, das Besondere, wenn das eigene Leben vielleicht so ist, dass es einfach nicht so richtig doll ist. Und ich glaube, deswegen ist es so, so wichtig, dass du deinen eigenen Lebenssinn und dein eigenes Leben aufbaust, dass das einfach so viel Sinn für dich hat und so viel Spaß und Freude einfach auch, dass da durchaus jemand kommen kann, aber dass du auch so ausgefüllt schon bist, dass du sagst, hey, das ist total schön, wenn derjenige da ist, aber es ist etwas,
was zusätzlich als Bereicherung in mein Leben kommt. Und das ist, glaube ich, auch enorm wichtig. So, jetzt drei Fragen, die du dir selber stellen kannst. Das erste ist, hast du immer wieder Strohfeuerleben und suchst du aber eine feste Beziehung, die konstant ist? Das zweite ist, was geben dir persönlich diese Strohfeuerleben, aber was vermisst du auch? Und das dritte ist, wie kannst du beim nächsten Mal checken, ob es sich bei dem Date um eine potenzielle Beziehung handelt, die was Gutes ist, oder wie kannst du auch schneller erkennen, dass das vielleicht eher wieder eine Strohfeuerliebe ist. Ja, meine Lieben, das war mein Video zum Thema Strohfeuerliebe. Wenn es euch gefallen hat, liked es gerne, schickt es gerne jemandem, der vielleicht auch immer wieder oder die immer wieder in solche Beziehungen gerät. Wenn ihr jetzt Fragen habt, wenn ihr eine längerfristige Begleitung braucht, überhaupt gar kein Problem, könnt ihr bei mir anrufen, geht auf meinen Blog www.narzissmus-verstehen.de und mit ganz wenigen Klicks könnt ihr online einen Telefontermin mit mir buchen. Ansonsten wünsche ich euch eine zauberhafte Woche. Freue mich total, wenn ihr nächsten Samstag wieder dabei seid. Macht's gut, bis dann. Ciao.